Willkommen zurück. In den nächsten Videos werden wir uns sowohl NumPy als auch OpenCV einmal etwas detaillierter anschauen. Hierfür werden wir eine einfache Computer Graphics Anwendung erstellen, mit Hilfe derer wir einfache geometrische Strukturen, sogenannte Primitives, erzeugen und animieren können. In dem heutigen Video soll es speziell darum gehen, einen generischen Renderer zu erstellen und diesen an einem ersten geometrischen Beispiel ausgiebig zu testen. Dieser Renderer soll uns dann zukünftig als Grundlage für die Visualisierung aller nachfolgenden Themen dienen. Für unseren generischen Renderer habe ich mir zwei Files angelegt. Einmal hier renderer.py, der unsere Render-Klasse enthalten wird. Und damit wir auch was haben, was wir anzeigen können, simplepoints.py. In beiden Fällen habe ich Import NumPy SNP durchgeführt. Und hier in simplepoints mache ich gleich mal weiter und lege mir mal Objekte an, die wir nachher anzeigen wollen. Dafür definiere ich mir eine Funktion, die nenne ich mal makeRectangles. Und die bekommen NumObjects für die Anzahl der Rectangles, die ich darstellen will. Das ist ein Integer. Object Size. Das ist ein Tuple. Das ist letztendlich die Dimensionalität unserer Objekte. In dem Fall werden wir zweidimensionale Objekte verwenden. Und das sind Args und Quarks. So, unser Return-Wert wird ein Tuple sein. Das ist einmal eine Liste und ein np.nd-Array für die Farben. Und ich lege mir mal beide Return-Werte zunächst als Listen an. VTXS, das sind unsere Vertices. Und die Colors, das sind unsere Farben. Und wie gesagt, beides ist zunächst mal eine Liste, die wir dann später noch teilweise umwandeln werden. Als nächstes loope ich mal über NumObject, sage for i in range NumObjects. Und für jedes Objekt, das ich haben will, muss ich jetzt eine Logik durchlaufen. Und die sieht wie folgt aus. Zunächst mal definiere ich mir so ein Basisobjekt, das nenne ich mal obj. NP, und als Constructor verwende ich ein np.full. Und np.full kriegt die Object Size. Und als Farbwert 1255. Ich brauche jetzt hier erstmal keinen Datentyp hinterlegen, da ich Object nicht lange verwenden werde. Stattdessen ziehe ich mir sofort aus Object die Indizes raus über Non-Zeros. Also definiere ich in NZS, ist gleich np.non-zero und gebe Object rein. So, und jetzt kann ich mal ein Print NZS machen. Und jetzt gucken wir mal, ob sich das Ganze schon aufrufen lässt. Dafür sage ich hier unten make rectangles und gebe ihm rein Namen Objects für den Moment mal 2 und die Object Size, da mache ich mal ein 3,3 Tuppel draus. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass wir hier zwei Tuppel haben und zwar für jedes der beiden Objekte, die wir hier definiert haben, letztendlich ein 3x3 Tuppel. Das kennt ihr schon aus einem der früheren Videos. Wenn euch das nicht mehr geläufig ist, dann schaut euch die Serie einfach nochmal an. So, NZS kann ich jetzt nutzen, um meine Farbwerte, diese 255er Werte, aus dem Objekt zu ziehen. Und die Art, wie ich das mache, ist ganz einfach. Ich stelle mich hier hin und sage, Color ist gleich OBJ und NZS als ein Indexing. Ziehe ich Colors hier raus oder beziehungsweise die Color hier raus. Und wenn ich jetzt sage Print Color, dann seht ihr, dass er hier insgesamt 9 Color-Werte für jedes der beiden Objekte rausgezogen hat, was eben genau diesen 3x3, also 9 Pixeln entspricht, die wir hier haben. So, ich will jetzt aus diesen Farbwerten, das sind jetzt jeweils immer, hier sind immer 255er drin, also eigentlich sind das Grayscale-Images, von denen wir hier reden. Ich möchte daraus aber Farbwerte machen und wie ihr wisst, verwendet CV2 BGR-Werte. Ich muss also für jeden Farbwert hier ein Tuppel aus 3 Farbwerten machen und die Art, wie ich das machen kann, auch das habt ihr schon gesehen. Ich würde mal als erstes hier das Ergebnis unseres Object NZS mit einer Dummy-Dimension versorgen, Punkt, 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 Komma, Non. Die führe ich am Ende ein.
Und anschließend führe ich ein np.repeat durch. Dafür lege ich das Ganze hier in eine äußere Klammer und sage np.repeat und muss hier hinten jetzt sagen, dass ich um die Achse minus 1 den Repeat durchführen will. Jetzt wiederhole ich das Ganze mal, lasse es ausführen. Ich sehe, dass np.repeats sagt, ihm fehlt ein Parameter. Und zwar braucht er die Anzahl der Repeats, das ist richtig. Ich sagte, wir wollen BGR-Werte haben, also brauche ich 3 Repeats. Und ihr seht jetzt hier, hat er mir jeweils für jedes dieser beiden Objekte einen Color Array erzeugt und jeder Vertex in diesem Color Array entspricht jetzt einem dreidimensionalen Wert, nämlich einem Blau-, Grün- und Rot-Wert. Das ist jetzt weiß, da jeder Wert hier 255 ist und ich hätte gerne gelbe Punkte. Ich müsste also hier die Dimension 0 auf 0 setzen und die Art, wie ich das mache, ist, indem ich hier einfach sage mal np.array. Und als Array hinterlege ich mal 0,1,1. Wiederhole ich das Ganze, dann seht ihr, jetzt ist der Blauwert auf 0 gesetzt. So, und das Ganze will ich natürlich nicht als Color haben, sondern ich will es als Colors haben. Das heißt, ich sage hier jetzt einfach, nehme hier mal das Color raus, lege mir das nochmal in eine Klammer und sage dann einfach colors.append und appende den Wert jeweils. Jetzt kann ich hier das Print-Statement rausnehmen und hab jetzt eine Liste, die letztendlich meine Colors enthält. So, als nächstes kann ich jetzt die Vertices definieren. Und das mache ich, indem ich hier sage VTX für Vertex und sage mir letztendlich np.array und lege dort rein nzs. Und der D-Type soll sein ein np.float 32 diesmal. Ja, np.float 32, weil wir dieses Mal tatsächlich intensiver rechnen müssen und dabei natürlich auch Werte rauskommen können, die keine ganzzahligen sind. Wie beim letzten Mal transponiere ich mir das Ganze, um Spalten statt Zeilen Arrays zu haben. Und wenn ich jetzt sage hier print vertex, dann wird der 2 Werte ausgeben. Nämlich einmal diesen Vertex, den wir hier haben, Werte zwischen 0 und 2 und diesen Vertex für das zweite Objekt ebenfalls mit Werten zwischen 0 und 2. Wir haben hier ein 3 mal 3 Tuppel definiert, aber denkt dran, das Upper Bound ist immer non-inclusive, deshalb geht das Ganze hier bis 2. So, aus einem der vorherigen Videos wisst ihr außerdem, wenn wir so ein Rechteck jetzt in die Canvas einfügen, dann wird er das immer am oberen linken, wird er die Einfügeposition, wird er immer den oberen linken Rand nehmen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen das geometrische Zentrum diesmal als Einfügepunkt haben. Und deshalb müssen wir diese Vertices normalisieren. Und die Art, wie wir es normalisieren, ist, wir legen uns mal eine Normalize-Function an. Das mache ich hier, sage def normalize. Und da geben wir rein den Vertex. Und wir geben rein Arcs und Quarks. So, und die Art, wie wir normalisieren, ist ganz einfach. Wir sagen VTX und dann minus gleich np.mean. Oder machen wir mal, wir nehmen mal nicht np.mean, sondern wir nehmen mal VTX.mean. Das heißt, wir ziehen von jedem Vertex den Durchschnitt ab. Und durch dieses Abziehen des Mean werden die Werte 0 gecentert. Jetzt haben sie natürlich noch alle unterschiedliche Größen, je nachdem, wenn wir unterschiedliche Objekte haben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte alle Werte zwischen minus 1 und 1 skalieren, damit wir so Art-Unit-Objekte haben. Und dafür kann ich sagen, VTX durch ist gleich und kann dann sagen VTXS.max. Also ich teile hier durch den Max-Wert. Und denkt dran, ich habe vorher den Mean abgezogen. Das heißt, VTX-Werte können jetzt negativ sein. Und auch der Max-Wert könnte jetzt, also wir könnten im Negativen jetzt weiter runtergehen als im Positiven. Das heißt, ich muss hier nochmal sagen np.ups, damit ich auch wirklich den größten Wert, vom Betrag her größten Wert kriege und nicht einfach irgendeinen größten Wert. Und zu guter Letzt sage ich return VTX. Returne also meinen Vertex. So, das Ganze wende ich jetzt hier oben an, gehe also hier hin,
setze mir das hier nochmal in eine Klammer und sage dann Normalize. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass ich hier einen Fehler habe. VTXS is not defined. Da habe ich VTXS geschrieben, führe das Ganze jetzt nochmal neu aus. Und jetzt seht ihr, dass die Werte zwischen minus 1 und 1 skaliert sind und außerdem 0 gecentert sind, unser Mittelwert also jeweils im Nullpunkt liegt. So, das sieht schon mal gut aus. Was euch jetzt auffällt ist, wir haben hier zweidimensionale Werte, also einmal eine x-Dimension und eine y-Dimension. Was ich aber eigentlich haben will, ist x, y und z-Werte. Ich muss also jetzt VTX um eine Dimension erweitern. Und die Art, wie ich das machen kann, ist, dass ich sage, VTX ist gleich VTX und dann ein Dot-Product verwende, also add. Und hier dann sage np dot, beziehungsweise np, ich habe hier einen Snippet dafür, addDim nenne ich das. Und ihr seht, hier ist jetzt ein Array, den ich kurz beschreiben werde. Vorher mache ich daraus noch ein Float 32. Auch hier gilt diesmal, rechnen wir mit diesen Arrays etwas intensiver als vorher. Deshalb brauchen wir hier ein Float Array. Und das ist letztendlich nichts anderes als eine Unit Matrix, die hier mit einer 1 in der Nuller-Dimension hat. Die hat außerdem eine 1 in der 1er-Dimension. Und die dritte Dimension, wie ihr seht, ist in beiden Fällen 0. Er wird also jetzt hier unten in diesem VTX-Array für die letzte Spalte eine Null-Spalte hinzufügen. Schauen wir mal, ob er das macht. Und ihr seht, wenn ich das ausführe, dann haben wir jetzt hier nicht mehr zwei Spalten, sondern drei. Und die dritte Spalte ist jeweils komplett auf 0 gesetzt, genauso wie ich es haben will. So, und diese VTX hänge ich mir jetzt dran an VTXS. Das ist unsere Liste, die wir oben definiert haben. Und ich sage einfach VTXS.append VTX. So, und jetzt kann ich das Ganze returnen. Dafür nehme ich hier mal dieses Print-Statement raus. Return VTXS, also gebe hier diese Liste raus für die Vertex-Punkte. Und bei den Farben ist es jetzt so, die Farben, damit will ich eigentlich hier nicht mehr rechnen. Deshalb kann ich hier gleich sagen np vstack. Stack mir das also so zusammen, wie ich es in der Ausgabe nachher haben will. Und sage hier colors. So, jetzt habe ich meine Rectangles und die möchte ich jetzt in eine Scene einfügen. So, und das, um das zu tun, definiere ich mir hier mal eine Funktion, def setup underscore scene. Und die bekommt für den Moment erstmal nur Args und Quarks. Und meine Scene besteht letztendlich aus folgenden Werten. Ich definiere mir hier erstmal num objects und object size. Das ist, was ich hier oben in der makeRectangles-Funktion verwende. Und numObjects definiere ich mir mal als ein int 5 bzw. als ein int 3. Jetzt nicht mehr zwei Objekte, sondern 3. Und meine ObjectSize bleibt nach wie vor eine 3,3. So, und jetzt kann ich hier unten dieses makeRectangles mal einrücken und ersetze mir hier die Werte. numObjects, diese 2 ersetze ich durch numObjects. Und diesen 3x3-Tuppel hier ersetze ich durch ObjectSize. Und letztendlich habt ihr gesehen, oben makeRectangles gibt Vertices und Colors zurück. Und das würde ich hier unten mal übernehmen, sagen VTXS, Colors ist gleich makeRectangles. Und dann printen wir mal, ja, für den Moment mal VTXS. Natürlich müssen wir das Ganze noch aufrufen. Sagen jetzt also hier Setup Scene und aktuell tun wir das ohne Parameter. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann seht ihr, dass wir jetzt drei Arrays haben. Ja, das hier ist unser erster Array, hier ist unser zweiter Array und hier unten ist unser dritter Array. Ich habe jetzt also meine Vertices und meine Colors. Für eine Scene brauche ich aber auch noch eine Position, wo ich diese Vertex-Punkte einfügen will. Und die definiere ich mir ebenfalls hier in setup-scene und sage, pos ist gleich np.random.randint. Und ich initialisiere die mal in einer 200 bis 400er Range und die size ist gleich
Das ist letztendlich Namen Objects. Ja, ich will also die Anzahl meiner Objekte. Jedes Objekt braucht eine Position. Deshalb Namen Objects definiert die erste Dimension. Und ich habe eine XYZ-Achse, also muss ich hier als zweiten Wert 3 definieren. So, und das Ganze definiere ich mir as type np.float 32. Und darüber hinaus brauche ich Velocities, also die sollen sich natürlich auch bewegen, die Position. Also sage ich hier Vels ist gleich. Und hier nehme ich wieder ein np.random.randint. Und diesmal sage ich aber zwischen 0 und 2 sollen diese Werte liegen. Und die Size wird sein, ja, mein Velocities Array, der soll natürlich die gleiche Size haben wie mein Positionsarray. Also kann ich hier einfach sagen post.shape. Erinnert euch, in einem random.randint kann ich keinen Datentyp float definieren, deshalb muss ich das jetzt casten hier hinten, sType. Und auch hier möchte ich post.dtype haben. Und was ich mir return, ist einmal vtxs, also die Vertices, die Colors, die Position und die Welts, die Velocities. Und die nehme ich mir hier jetzt mal mit. Weil die will ich jetzt hier unten in Setup Scene natürlich rausgeben. So, und Setup Scene will ich jetzt auch hier nicht auf der untersten Ebene tun, sondern auch dafür lege ich mir eine Funktion an. Die nenne ich mal Main. Main bekommt für den Moment keine Parameter. Und ich definiere mir hier mal eine Scene Shape und ein Padding. Das Padding werde ich nachher brauchen, um Boundaries zu definieren. Und da ich nicht möchte, dass die Objekte die Boundary direkt auf der Scene-Begrenzung liegt, definiere ich mir hier noch ein Padding. So, und meine Scene-Shape ist ein np.array. Und dieser Array hat eine Shape von 1080 mal 1920 mal 1000 für die Z-Dimension. Und der D-Type, der kann diesmal tatsächlich sein ein np.int32, denn an der Scene-Shape werde ich nicht viel rechnen müssen, beziehungsweise die Berechnungen, die ich da durchführe, werden alles Integer-Berechnungen sein. Und mein Padding, da mache ich einfach mal eine 10 draus. So, jetzt kann ich diesen Wert hier einrücken, den füge ich jetzt in die Funktion ein. Und jetzt sage ich hier unten if name equals main und call a main. So, und wenn ich jetzt hier mal einen Print reingebe und mir vtxs ausgebe, das Ganze dann ausführe, dann seht ihr, nach wie vor wird dieser Array mit 3 Objekten und den jeweiligen Vertices ausgegeben. So, damit habe ich schon mal die Punkte. Die will ich jetzt noch bewegen. Und die Art, wie ich das mache, ist, dass ich hier weiter unten in dieser Main-Funktion sagen, While Loop definiere. Ich für den Moment schreibe ich mal while true, das wird sich noch gleich ändern. Und dann sage ich pos plus equals welts. Und wir gucken mal, ob das Ganze funktioniert, indem wir hier print pos sagen. Mache ich hier mal eine 1 draus, sodass wir eigentlich immer eine Veränderung sehen. Und wenn ich jetzt das Ganze ausführe, dann müssten eigentlich alle Positionen sich tatsächlich ändern. Und das tun sie auch, wie ihr hier seht. So, das Ganze jetzt hier zu sehen, ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen das Ganze im Renderer ausgeben und dafür gehe ich jetzt mal hier rein und definiere mir zunächst mal eine Klasse. Die nenne ich Render. Die erbt von gar nichts. Die kriegt als Constructor, bekommt die ein DevInit, dann der Init. Und dann der Init kriegt ein Self. Das ist das einzige Argument, was ich verwende. Und bei den Keyword-Argumenten bekommt sie eine Scene-Shape. Die haben wir uns ja schon definiert. Außerdem die Vertices. Die haben wir drüben noch nicht definiert, aber werden das gleich tun. Dann die Colors. Die haben wir bereits definiert. Das Padding. Das setze ich hier mal auf 10. Außerdem geben wir einen Namen rein, weil wir nachher, wenn wir die Mouse-Actions haben, Namen brauchen, insbesondere wenn wir mit mehreren Instanzen von diesem Renderer arbeiten, ist es wichtig, dass jede Scene einen Namen hat. Und die Quarks schließen das Ganze ab.
Ich erspare mir jetzt mal hier den Return-Wert, denn dann der Init hat, wie ihr wisst, keinen Return-Wert. Zunächst mal möchte ich unter Umständen mit den Datentypen, die ich in den Arrays verwende, in NumPy ein bisschen rumspielen. Deshalb definiere ich mir die hier oben mal als Parameter, damit ich die leichter umstellen kann und sage self.ins, self.floats und self.uints. Und das wäre np.int32 für den Moment, np.float32 und und uint8. So, dann definiere ich mir als erstes mal hier meine Window-Elemente, also setup Window-Elements. Und dazu gehört self.name, welcher aus name erzeugt wird. Jedes Fenster muss einen Namen haben. Jedes Fenster hat eine SceneShape. Self.SceneShape ist in dem Fall ein np.array und bekommt als Datentyp dtype ein np.int32. Ja, das heißt, wir können an die Renderklasse sowohl ein Tuppel als auch ein Array übergeben. Er würde das immer hier jeweils als ein Array interpretieren. Und dann sage ich letztendlich self.canvas ist gleich np.zeros. Und np.zeros bekommt die SceneShape. Und hier muss man jetzt Folgendes beachten. Self.SceneShape schreibe ich erstmal aus, Komma 3. So, warum das? Nun, die Canvas hier ist ein zweidimensionales Objekt. Sobald wir eine dritte Dimension hinzufügen, interpretiert CV2 das als Farbe, als RGB-Werte. Deshalb hier hinten die 3. Ja, und die SceneShape, die darf ich jetzt natürlich nicht voll übergeben, denn hier haben wir hinten eine 1000 stehen für die Z-Dimension. Das interessiert hier diesen CV2-Renderer aber nicht. Der rendert ein zweidimensionales Bild. Ja, und deshalb schneide ich jetzt hier mal die dritte Dimension ab, indem ich hier einfach sage self.sceneShape ist 2 und als dritte Dimension füge ich diese 3 hinzu, welche die drei Farbwerte repräsentiert. So, und das Ganze habe ich dann, versehe ich dann mit einem dtype und in dem Fall wird das ein self.uint sein. Und damit ist meine Canvas definiert und ich kann weitermachen mit meinen Vertices und Colors. Und ist nichts leichter als das. Ich sage hier einfach self.vertices, self.colors ist gleich vertices und colors. So, des Weiteren braucht, wie ihr wisst, brauchen wir einige Parameter für Keyboard Interactions. Warum? Weil jeder CV2-Renderer, wie ihr wisst, eine Abbruch-Condition braucht und dazu gehört ein WaitKey. Und deshalb definiere ich mir hier mal self.WaitKey und self.WaitKeyDelay. Und die setze ich mal per Default auf False und 1. Der Delay soll 1 sein. Und ich definiere mir mal ein Dictionary, self.waitKeys. Und dieses Dictionary hat unter anderem, fangen wir mal mit einem wichtigsten Wert an, den Wert 113, das ist nämlich ein Q. Und dem weise ich hier den Wert quit zu. Ja, also sobald ich eine Q-Taste drücke, soll dieser Integer 113 zurückgegeben werden. Und den will ich mir hier aus diesem Dictionary in ein quit übersetzen. Und zu guter Letzt definiere ich mir self.running. Das brauche ich ebenfalls für die Abbruch-Condition. Und dann setze ich mal auf true. Und im Abbruch werde ich den nachher auf false setzen, womit der Lauf dieses Renderers dann abgebrochen wird. So, jetzt kann ich mir einen Renderer definieren. Und das tue ich, indem ich hier sage def-renderer, render. Und der bekommt, da es eine Klasse ist, self. Der bekommt Args und Quarks.
So, in einem Renderer, das wisst ihr schon, oder in der Renderfunktion, das wisst ihr schon, wird zunächst mal die Canvas wieder auf 0 gesetzt. Und das erinnert euch, tue ich über diese Slicing-Nomenklatur, die jeden Wert selektiert. Und ich setze das einfach hier auf 0. Dann füge ich mal die Abbruch-Condition ein, self.waitKey. Beziehungsweise ich greife mir hier mal den Wert ab, den ich nachher für die Abbruch-Condition benötige. Und die Art, wie ich das mache, ist über cv2.waitKeyX. Ja, normalerweise, wenn ihr das mal anschaut, werdet ihr immer eher self.waitKey sehen hier für die Abbruch-Condition. Ich bin hier aber in Windows und irgendwie self.waitKey furchtbar langsam, wenn ich es unter Windows benutze. Ich muss teilweise 2-3 Sekunden lang die Q-Taste drücken, bevor was passiert. Mit cv2.waitKeyX geht das relativ schnell. Und waitKeyX, das wisst ihr, braucht hier so eine Delay-Zeit, also so eine Art Wait-Time. Und das nenne ich einfach mal self.waitKeyDelay. Das ist das, was ich mir hier oben definiert habe, diese 1. Ja, das heißt, aktuell ist dieser self.waitKeyDelay auf 1 gesetzt. So, und der returnt jetzt einen Integer. In dem Fall, wenn ich Q drücke, die 113. Die will ich aber nicht haben, sondern ich will einen entsprechenden Wert drin haben. Das wäre diese Quit. Und deshalb gehe ich hier unten rein, füge das Ganze jetzt nochmal in eine Klammer ein und sage hier self.waitKeys.get. Und das ist ein normaler Dictionary-Get, das heißt, wenn er diese 113 findet, dann übergibt er Quit. Wenn er sie nicht findet, wird er in waitKey in False reinschreiben. So, nachdem ich das gemacht habe, will ich jetzt meine Objekte der Canvas hinzufügen und dafür sage ich, füge ich mir eine Funktion ein. Auch die habt ihr schon gesehen, defAddObjects. Und die bekommt self, die bekommt StarArcs und die bekommt StarStarQuarks. Ja, da ich mir meine Vertices hier oben und Colors und auch die Canvas als Instance-Variablen definiert habe, muss ich die jetzt hier nicht mehr explizit in AddObjects übergeben. Und kann jetzt hier einfach sagen self.canvas. Und jetzt kommt, was ihr unter Indexing kennengelernt habt. Ich nehme ein Tuple. Und da gebe ich rein self.vertices. .t, auch das kennt ihr vom letzten Mal. Und da Vertices diesmal dreidimensional ist, muss ich die letzte Dimension abschneiden. Denn unsere Canvas, wie ihr wisst, ist zweidimensional. Ich darf also letztendlich meine Z-Achse nicht mehr mitgeben. Und kann dann hier hinter sagen .s-type self.ins. Ja, denn ich muss meine Vertices, ihr erinnert euch, ich habe das hier vorne alles als Flow32-Werte definiert, also sowohl meine Position als auch meine Vertices als Flow32. So kann ich sie natürlich nicht in die Leinwand einfügen, muss sie deshalb hier vorher als ins, also als in32 in diesem Fall definieren. Und kann jetzt hier hinten sagen, ist gleich self.colors. So, das rufe ich mir dann in Render auf. Sage hier also self.addObjects und addObjects übergebe ich StarArcs und Quarks. So, dann zeige ich das Ganze an. cv2.imShow, das kennt ihr schon. Und da übergebe ich dem Fenster zunächst mal einen Namen, self.name. Den habe ich hier oben in Zeile 10 definiert. Und als zweites natürlich self.canvas. So, zu guter Letzt füge ich dann die Abbruch-Condition ein, für die ich diesen waitKey hier definiert habe. Und die Art, wie ich das mache, ist, dass ich zunächst mal eine Funktion anlege, def, die nenne ich mal runTimeState. Und runTimeState kriegt ein self. Und außerdem Arcs und Quarks. Und was ich hier mache, ist, ich sage einfach nur if self.waitKey ist gleich quit.
Ja, also den, das ist letztendlich, was ich hier in dieser Zeile 25 hinterlegt habe. Da habe ich jetzt unter Umständen Quit reingeschrieben, insofern ich die Q-Taste gedrückt habe. In dem Fall will ich sagen cv2.destroy all Windows. Das ist eine Funktion, die ich callen muss. Und self.running setze ich auf false. Also ihr erinnert euch hier, in der Initialisierung habe ich self.running auf true gesetzt und hier unten setze ich self.running jetzt auf false. Das Ganze muss ich jetzt hier noch aufrufen, sage also self.runtimeState und runtimeState bekommt einfach nur args und quarks. So, jetzt kann ich wieder zurückgehen in meine Simple Points hier und kann das Ganze mal versuchen aufzurufen. Dafür nehme ich jetzt hier dieses Print-Statement raus und ich entferne auch mal dieses Print-Statement hier. Und als erstes würde ich mir mal hier meine Render-Instance anlegen. Den nenne ich R. Und bevor ich das tue, muss ich Render importieren. Gehe also hier hoch und sage import oder from, dieses File hier ist Renderer und die Klasse ist Render. From Renderer import Render. Und wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, kann ich sagen R ist gleich Render und kann mir jetzt hier meine Render-Parameter übergeben. So, und dann gucken wir mal, welchen wir haben. Als erstes haben wir die Scene Shape. Ist gleich Scene Shape. So, das gleiche gilt für Padding. Ich kann also hier sagen, Padding ist gleich Padding. Schauen wir mal, was noch kommt. Die Vertices, die Colors. Nehmen also hier die Vertices. Und aktuell habe ich keine Vertices, sondern ich habe nur VTXS, wie ihr seht. Ja, die Vertices, die muss ich mir jetzt definieren. Und die Art, wie ich das tue, ist ganz ähnlich, wie ich hier oben die Colors definiert habe, nämlich indem ich so ein V-Stack mache. Und ich mache hier also np.vstack. Und was ich stacke, ist letztendlich die Summe aus Vertices, also diesen Objekten. Das sind ja diese Rechtecke hier, diese Vertices. Und die muss ich an einer bestimmten Position in die Canvas bringen und dafür muss ich die Position hinzuaddieren. Und das muss ich für jeden Vertex, für jeden Vertex Array innerhalb von VTXS machen. Deshalb loop ich da jetzt mal drüber und das mache ich über eine List Comprehension, indem ich hier einfach sage VTX, das ist der jeweilige Vertex, plus PO, das ist die jeweilige Position, for VTX, PO in. Und am Ende muss ich hier Vertices und Positionen zusammensippen, sage also vtxs, pos. Also erzeugt hier eine Liste aus Tuppeln, da loopt er drüber für Vertices und Positions, also für jeden dieser Vertex Arrays hat er die jeweilige Position, die addiert er hier drauf und bekommt dann diese entsprechend diese Vertices. So, das Ganze war noch nicht der letzte Parameter, sondern ich muss jetzt auch noch Colors übergeben. Und da ich Colors schon gestackt habe, brauche ich hier nur noch einfach sagen Colors. Und last but not least gebe ich ihm noch ein Name rein und für den Moment nenne ich das mal Main. So, das sollte mein Renderer sein, beziehungsweise mein Render-Instance und den. Wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, habe ich hier Vertices übernommen, ja, und füge Vertices an dieser Stelle immer in die Leinwand ein. Ja, was ich hier unten in dem While Loop aber mache, dass ich POS update. Ja, um jetzt tatsächlich dieses Update hier sehen zu können, brauche ich es aber in Vertices. Ja, und deshalb muss ich das, was ich hier gemacht habe, dieses np.stack, das muss ich hier jetzt in jedem Loop wiederholen, indem ich sage Vertices. Und diesmal darf ich Vertices nicht komplett überschreiben, sondern ich darf nur die Werte überschreiben. Ist gleich. Und letztendlich sage ich ihm np.stack und wiederhole nochmal genau die gleiche Operation, die ich oben gemacht habe.
So, und Vertices ist jetzt in diesem Fall nicht Vertices, sondern R.Vertices. Das heißt, die Vertices, die ich hier im Renderer definiert habe. Also self.vertices, das hier ist der Wert, den ich hier jetzt überschreibe. Und zwar nicht den Wert selber, sondern nur die Werte innerhalb des Arrays. Und zu guter Letzt sage ich R.Render, welcher jetzt keine Parameter bekommt. So, dann gucken wir mal. Das Ganze rufe ich jetzt schon auf. Jetzt werden hier sicherlich ein paar Fehler sein. Ein Punkt sehe ich jetzt schon gleich. Hier kommt nicht mehr while true rein, sondern ihr erinnert euch, ich habe hier self.running definiert und im Falle, dass ich quit drücke oder Q drücke, setzt da running auf false. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen while r.running. Gut, und das führen wir jetzt mal aus und gucken mal, was bei rauskommt. Wahrscheinlich habe ich ein paar Fehler gemacht. Und die werden wir jetzt mal alles korrigieren. Erstmal habe ich Type Unit geschrieben und nicht Uint. Das ist wahrscheinlich hier. Und das passiert mir relativ häufig. Das muss Uint sein. Uint 8, nicht Unit 8. CV2 is not defined. Das ist natürlich klar. Ich muss hier noch ein paar Importe durchführen. Und ich würde mir mal Folgendes importieren, nämlich erstmal from time import sleep. Das ist jetzt noch nicht mehr der Fehler gewesen. Der Fehler war, ich habe vergessen, einen Import CV2 durchzuführen. So, und jetzt versuche ich das Ganze mal auszuführen. Und ihr seht, dass er jetzt tatsächlich drei Punkte eingefügt hat, die hier schön über die Leinwand führt. Die bricht natürlich ab in dem Moment, wo wir einen Rand erreichen. Das werden wir jetzt gleich noch einbauen, dass das nicht passiert. Und dafür mache ich mal folgende zwei Schritte. Als erstes füge ich mir mal Boundaries ein, die nenne ich self.bounce. Das packe ich mal hier drunter, self.bounce. Und ich sage hier einfach self.makeBounce. Und makeBounce bekommt ein Padding mitgegeben. Das ist ja das, was wir hier oben in dem Fall als Default 10 übergeben haben. Und jetzt kann ich mir hier sagen, def makeBounce und makeBounce bekommt ein Self, bekommt ein Padding und außerdem Args und Quarks. Ich sage hier np.stack und was ich zusammenstacke, ist zum einen ein np. Machen wir mal eine Liste. np.stack bekommt eine Liste mit zwei Werten. Das ist einmal ein np.zeros. Das ist mein Lower Bound und das Lower Bound hat drei Werte, nämlich x, y und z. Also alle drei Koordinaten bekommen ein Lower Bound plus Padding, welches ich hinzuaddiere. Und der zweite Wert ist mein Upper Bound. np.array mache ich dafür. Und da gebe ich self.sceneShape rein. Aber ich ziehe davon Padding ab. Ja, weil ich nicht das will, dass er bis ganz an den Rand geht, sondern kurz vorher bereits abbricht. So, das Ganze np.stack ich jetzt und das mache ich um die Achse 0. Und zu guter Letzt caste ich das Ganze as type np.int 32. Und da ich hiermit nicht weiterarbeiten will, kann ich hier einfach sagen return. Und er gibt mir dann dieses Bounce hier in self.bounce rein. So, in dem Moment, wo ich self.bounce hier drin habe, kann ich natürlich hier vorne damit arbeiten. Dafür lege ich mir eine weitere Funktion an. Ich nehme mal hier unter normalize, füge ich die mal ein, def handle Bounce Collisions und die bekommt POS für die Position. Ja, also wenn die Position außerhalb eines Bounds ist, dann soll natürlich korrigiert werden. Ich brauche die Velocities, da ich einen Schritt vorausschauen muss, bevor ich diese Bounds korrigiere. Ich brauche die Bounds selber. Args und Quarks brauche ich hier nicht wirklich, aber nehme ich pro forma mit rein. Ich werde mir Lower Bound und Upper Bound getrennt anschauen, deshalb nenne ich das hier mal Violations Lower Bound
Und dafür definiere ich mir mal hier einen zweiten Velocity Vektor oder einen zweiten Velocity Array, den nenne ich NewVels für New Velocities. Und der befüllt sich wie folgt: np.where. np.where ist eine Condition, die ich verwenden kann. Wenn die Condition wahr ist, gibt es einen Rückgabewert, und wenn die Condition falsch ist, gibt es einen anderen Rückgabewert. Und ich kann jetzt hier einfach sagen pos und muss jetzt hier ein Casting machen, s-type. np.int32. Ja, aktuell ist es noch ein Float. Ich will hier aber einen np.int32 prüfen. Ist kleiner gleich Bounce. Und Bounce, habt ihr ja vorhin gesehen, hat ein Upper und ein Lower Bound. Mein Lower Bound ist dieses np.0s und mein Upper Bound ergibt sich aus der Scene Shape. Hier mein Lower Bound ist also das Bounce 0. Und sprich, mit anderen Worten, wenn das Ganze kleiner 0 ist, beziehungsweise kleiner 10, denn ich habe ja noch ein Padding von 10 eingefügt, dann kehre mir die Geschwindigkeit Wells für diesen Wert um, mal minus 1. Und falls mein Bound nicht verletzt ist, kann ich einfach Wells zurückgeben. Lass das Ganze also unverändert. Ihr seht jetzt, hier habe ich n Wells und jeweils über die Velocities befüllt. Damit rechne ich jetzt weiter, um meinen Upper Bound zu überprüfen. Deshalb sage ich hier jetzt mal Violations Upper Bound. Und wiederum sage ich nvelts ist gleich np.where. Und sage hier pos wieder mal s-type. Ich muss das Ganze wieder in den np.int32 casten. Und jetzt sage ich aber größer gleich und nehme hier das Upper Bound. Bounce 1. Also wenn jetzt meine Positionen außerhalb des Upper Bounds liegen, dann mache ich genau dasselbe. Ich mache hier nämlich Wells mal minus 1. Und ansonsten Wells. So, nachdem ich das gemacht habe, muss ich jetzt noch meine Position korrigieren. Ich sage hier mal correct pos for bounce violating positions. Also meine Position will ich nur dann korrigieren, wenn nvelts sich hier geändert hat, beziehungsweise wenn es sich umgekehrt hat. Und die Art, wie ich das prüfe, ist, indem ich sage nvelts minus welts, ja, würde mir quasi alle Positionen rausgeben, die sich geändert haben. Und die Art, was ich damit mache, ist, dass ich einfach diese Differenz pos hinzuaddiere. Ich habe, das würde ich jetzt hier nochmal aufzeigen, was ich nämlich machen würde. Dazu müsst ihr wissen, wo ich diese Korrektur einfüge, nämlich hier hinter pos plus welts. Er würde jetzt also pos plus welts rechnen. Ja, und unter Umständen gibt es jetzt einzelne Positionen, die meine Bounds, eine Violation meiner Bounds bedeuten. Ja, und deshalb muss er diese Violations hier zurücknehmen, deshalb minus Wells, und sie dann durch die neue Wells ersetzen. Und was ich nicht vergessen darf, ich muss hier sagen return, muss jetzt natürlich meine POS rausgeben, die korrigierten, und meine N-Wells, die neuen Geschwindigkeiten, die ich errechnet habe. So, und jetzt kann ich hier unten sagen, POS, Wells ist gleich Bounce Collisions bekommt pos, welts und r.bounce. Ja, warum r.bounce? Naja, die Bounce haben wir hier definiert in makeBounce. Ja, und die übergeben wir jetzt an unsere Position handle bounce collisions hier über diesen Bounce-Parameter. So, gucken wir mal, ob das funktioniert hat oder ob wir da noch ein Problem haben. Wir lassen das einfach mal durchlaufen. Ihr seht, die laufen. Und sie prallen ab. Ja, und gucken wir mal, ob sie von allen Wänden gleichermaßen abprallen. Ja. Oh, hier haben wir offensichtlich noch einen Fehler, wie wir sehen. Also die laufen hier durch und dann am Ende gibt es eine Fehlermeldung. Und jetzt gucken wir uns mal an, woran das liegt. Und das liegt daran, dass ich hier nochmal Wells hinterlege, ja, und er dadurch jetzt natürlich an dieser Stelle diese N-Wells aus der ersten Verprobung übersieht. Und die Art, wie ich das korrigiere, ist, dass ich hier sage N-Wells, also die New Velocities, mit denen muss ich an dieser Stelle rechnen.
Und wenn ich das Ganze jetzt noch mal erneut ausführe, dann gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Sehr schön, sie prallen vom Lower Bound, vom Upper Bound in der Horizontalen ab, vom Upper Bound in der Vertikalen und wie ihr seht, prallen sie jetzt auch von oben ab. So, und gleich sehen wir, ob am linken Rand, ob sie da auch abprallen, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, also offensichtlich prallen die Punkte jetzt von allen Bounds genauso ab, wie wir es haben wollen. Das können wir jetzt unterbrechen und das sieht schon mal gut aus. Wenn ich mir das angucke, können wir es vermutlich sogar noch in eine einzelne Funktion übernehmen. Für den Moment würde ich es mal so lassen, wie wir es jetzt haben. Als nächstes würde ich mir mal einen Kommentar hinzufügen, und zwar in meinem Renderer. So wie wir das letztes Mal auch schon gemacht haben, definiere ich mir jetzt hier dev addComment. Und addComment bekommt self und außerdem eine Message rein. Falls da nichts ist, sage ich der non. Dann sage ich starArx und starStarQuarks. Und hier drin kann ich dann sagen message ist gleich message if message else. Und in dem Fall definiere ich mir einfach einen f-String, der sagt mouse-position self.mousePoints und self.mouseIX. So, das hier haben wir noch nicht definiert, das würde ich jetzt tun. Dann mache ich mir jetzt nicht die Mühe, das auszuformulieren. Kopiere mir hier diesen MouseListen rein. Und was ich jetzt allerdings noch definieren muss, ist hier dieses MouseIX. Und dieses MouseIX, das seht ihr hier, definiert sich, indem ich MouseIXS next mache. Das ist also ein Generator. Und die Art, wie ich diesen Generator definiere, das kennt ihr auch schon, ist from iterTools import cycle. Und kann mir dann hier meine Maus in dieser init-Funktion meine Mausparameter definieren. Das mache ich mal hier unter den Vertices, aber noch vor dem Weight Key. Sage also hier for mouse actions beziehungsweise click actions. Ich fange mal an mit self.mousePoints. Das ist letztendlich der Array, an den ich alle MousePoints bzw. eine bestimmte Anzahl MousePoints dranhänge. Self.mouseColors. Wir wissen ja jetzt, unsere Punkte, die haben auch eine bestimmte Farbe. Und mein MousePoints wäre letztendlich ein np.zeros. Dem gebe ich mal eine Shape von 100,2. Der Wert 2 steht für die X- und die Y-Achse. Und der D-Type wäre ein np. halt self.ins. Denn ich habe mir hier oben in der Zeile 12 ja self.ins mit np.in32 belegt. So, und jetzt kann ich hier in derselben Zeile noch meine MouseColors definieren. Und da mache ich einfach mal ein Tuppel draus, 255,255,0. Da wäre in diesem Fall also der Rotwert, den würde ich weglassen, sodass ich so eine Mischung aus Blau und Grün bekomme. Gut, dann sage ich self.mouseIXS, das sind meine Indizes und die definiere ich als einen Cycle, den ich mir oben importiert habe. Und der Cycle bekommt eine Range und die Range hat self.mousePoints.shape und was ich übergebe ist die Shape 0. Dann initialisiere ich mir das Ganze über self.mouseIX ist gleich next self.mouseIXS. So, dann brauche ich für mein MouseListen, da habe ich hier verschiedene Positionen, habe ich hier verschiedene Parameter, State-Parameter dieses Mouse-Buttons, left-down, mouse-down und sage self.leftdown. self.mouseDown ist gleich false und false.
So, jetzt aus technischen Gründen muss ich jetzt hier cv2.imshow kurz machen. Self.name übergebe ich ihm und self.canvas. Die zeigt jetzt natürlich noch keine Werte, weil sie an dieser Stelle nur mit Nullwerten befüllt ist. Und der Grund, warum ich dieses IamShow gemacht habe, ist, dass ich jetzt hier diesen Mouse-Callback aktivieren kann. Ich kann jetzt sagen cv2.setMouseCallback und die kriegt self.name und self.mouseListen. In self.mouseListen ist eben diese Funktion, die ich mir hier in der Zeile 32 definiert habe. Und nachdem ich meine Objects eingefügt habe, kann ich sagen self.canvas und auf die gleiche Art, wie ich das eben hier schon gemacht habe, füge ich jetzt nochmal meine MousePoints ein. self.mousePoints.t. So, und in diesem Fall brauche ich jetzt diese Slice hier bis 2 nicht einfügen, weil ich meine Mouse-Points, das seht ihr hier oben schon, als ein 100x2-Array definiert habe. So, und hier sage ich jetzt, ist gleich self.mouseColors. So, gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Dafür führe ich das Ganze wieder erneut aus. Und ihr seht, ich kann jetzt hier drin zeichnen und damit auch Dinge erklären. Kann jetzt sagen, diesen Punkt oder diesen Punkt, und ihr wisst dann ungefähr, wovon ich spreche. Das ist eigentlich die Idee des Ganzen. Was ich jetzt nicht gesehen habe, waren meine Comments. Das liegt ganz einfach daran, dass ich AddComments noch nicht durchgeführt habe, und das ging auch noch nicht, weil ich hier auf MousePoints referenziere. Deshalb war das schlicht nicht möglich. Das würde ich jetzt also hier nochmal hinzufügen, und zwar hinter AddObjects sage ich dann self.add underscore comments beziehungsweise comment, und der bekommt für den Moment nur args und quarks. Ja, wollte ich mir eigentlich ein Snippet definieren, das habe ich nicht gemacht, deshalb kopiere ich mir das Ganze jetzt mal frech und füge das hier ein. Ja, also ihr wisst, es gibt ein CV2.putText, das habt ihr schon gesehen. Ich will in die Canvas einfügen, die Message, die ich hier oben definiert habe. Der Abstand von der oberen linken Ecke ist 2035, mein Font ist Italic, die Schriftgröße 0,7 und meinen Farbwert, den kann ich jetzt hier mal ersetzen. MSG Color. Und die muss ich mir natürlich noch definieren hier oben. Deshalb definiere ich mir das hier nochmal, self.msgColor ist gleich, und für den Moment belasse ich es mal bei einem weißen Wert. So, und füge das für das Ganze jetzt mal aus, und jetzt seht ihr, haben wir hier schön den Wert, und der zeigt mir auch meine Mausposition genauso an, wie ich sie haben will. So, was ich jetzt gerne mal sehen würde, ist, wie ist denn meine Performance hier? Denn so eine Renderfunktion, die lebt und stirbt mit der Performance. Und die Art, wie ich das tue, ist, dass ich hier bei diesem self.running einfach mal einen weiteren Parameter definiere und sage mir self.numFrames. Und ich starte mal bei 0. Und würde jetzt hier unten am Ende hinzufügen self.numFrames plus equals 1. So, außerdem habe ich hier vom TimeImportSleep gemacht. Das ändere ich mal ab. Ich sage hier einfach nur ImportTime. Der Grund ist, dass ich Time jetzt auch noch für andere Sachen nutzen kann. Und zwar mache ich Folgendes. Hier ganz als allerletztes sage ich mal self.startTime ist gleich time.time. Ich habe auf diese Weise meine Startzeit, und ich kann jetzt hier im Comment, hier kann ich jetzt reingehen und sagen elapsed ist gleich time. Halt self.startTime minus time.time und kann jetzt hier sagen
FPS, num frames geteilt durch elapsed. Und hoffen wir, dass er nicht so schnell ist, dass es jetzt eine Division durch Nullfehler gibt. Render has no attribute start time. Schauen wir mal, ob das so ist. Das ist tatsächlich so. Und jetzt sehen wir hier oben die Framerate. FPS 130. Warum hat er da jetzt ein Minuszeichen davor? Time.time minus start time. Schauen wir mal. Und jetzt ist das Ganze positiv, wie ihr seht. Indem wir jetzt zurückgehen, können wir jetzt mal gucken, wie verhält es sich mit der Performance. Und stellen jetzt einfach nochmal unsere Handle Collisions hier. Das stellen wir jetzt nochmal um, so wie wir es gerade eigentlich schon machen wollten. Nämlich indem ich hier sage, dieses np.where, das ziehe ich hier mal runter und definiere mir hier meine Welts. Hole mir diesen Wert. Das sterne ich mal für den Moment aus. Diesen Wert muss ich in Klammern setzen, weil er im Boolean Array rausgeben muss. Und sage hier oder und füge dann in dieser zweiten Klammer diese zweite Condition ein. So, und jetzt gucken wir mal. Erstens, funktionieren tut es noch. Und wir sehen, dass tatsächlich die Performance jetzt etwas besser ist. Wir haben 10 Frames pro Sekunde mehr, als wir sie vorher hatten. So, jetzt können wir unsere NumPy-Arrays anhand des erstellten Renderers visualisieren. Beim nächsten Mal werden wir diesen Renderer einen etwas genaueren Test unterziehen, indem wir ein kleines Fun-Projekt damit umsetzen. Genau genommen werden wir ein Snake-Game generieren. Und wenn euch dieses Thema interessiert, sehe ich euch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, stay free!